Hallo, auf der heutigen Reise geht es darum, das Komplexe einfach zu machen und sicherzustellen, dass die Einrichtung eines robusten Sicherheitssystems für Ihr Lagerdeck nicht nur eine Aufgabe, sondern ein spannendes und leicht verständliches Unterfangen wird. Und auch wenn Sie Fragen zur Gestaltung Ihres Sicherheitskamerasystems haben, können Sie uns gerne über den Link unten im Beschreibungsfeld kontaktieren und unser Expertenteam wird Ihnen eine Lösung anbieten, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Lagerhallen haben oft eine große Fläche, die mehrere Kameras erfordert, um alle Bereiche zu überwachen. Bei dieser Einrichtung über große Entfernungen ergeben sich also Herausforderungen wie Spannungsabfall und Signalverschlechterung. Aber keine Sorge, wir verwandeln Ihre Lagerhalle in einen sicheren und geschützten Arbeitsplatz, an dem jeder Winkel überwacht wird. PoE wird häufig bei der Einrichtung von Überwachungskameras verwendet. Dabei handelt es sich um eine praktische Technologie, mit der sowohl Strom als auch Daten über ein einziges Ethernet-Kabel übertragen werden können, was die Installation von Geräten wie IP-Kameras vereinfacht. In Lagerhallen kann die herkömmliche PoE-Reichweite jedoch nicht ausreichen, da die standardmäßige PoE-Entfernungsbegrenzung bei etwa 100 Metern liegt, also bei 328 Fuß. Über diese Entfernung hinaus kann die Stromversorgung abnehmen, was zu einem Spannungsabfall und einer unzureichenden Stromversorgung des angeschlossenen Geräts führt. Deshalb werde ich jetzt eine alternative Lösung vorstellen, die Implementierung eines PoE-Switches mit großer Reichweite. Dies ist eine leistungsstarke Lösung zur Überwindung der Entfernungsbeschränkung, die mit der PoE-Technologie verbunden ist, insbesondere in einem Lagerhaus, wo ausgedehnte Räume eine erweiterte Abdeckung erfordern. Als nächstes werde ich Ihnen unseren 24-Port-PoE-Switch mit großer Reichweite zeigen. Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes Netzwerkgerät, das die PoE-Reichweite effektiv auf bis zu 500 Meter erweitert, so dass Ihre IP-Geräte überall im Lager flexibel eingesetzt werden können. Werfen wir einen genaueren Blick darauf. Er verfügt über 24 PoE-Ports, 2 Gigabit Ethernet-Ports und einen Gigabit SFP-Uplink-Port für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Dieser Switch ist perfekt, wenn Sie IP-Geräte in unterschiedlichen Entfernungen installieren müssen. Ich sage Ihnen auch warum. Die Ports 1 bis 16 hier können bis zu 250 Meter weit reichen, wenn Sie sie in den CCTV-Modus schalten. Und auch die Ports 17 bis 24 sind für große Entfernungen ausgelegt. Wenn Sie einen Adapter verwenden, können Sie eine Verbindung zu Geräten mit einer Reichweite von bis zu 500 Metern herstellen und verschiedene Entfernungseinstellungen für Ihren speziellen Bedarf vornehmen. Und dieser Switch hat ein Gesamtleistungsbudget von 225 Watt und liefert bis zu 30 Watt Leistung an Geräte. Hier sehen Sie also, dass unser PoE-Switch mit großer Reichweite bereits installiert ist. Ich werde mich mit dieser Kugelkamera verbinden, die 200 Meter entfernt ist. Also machen wir es von Anfang an. Erinnern Sie sich daran, dass ich sagte, dass Port Nummer 1 bis 16 auch bis zu 250 Meter unterstützen kann. Aber alles, was Sie tun müssen, ist, ihn in den CCTV-Modus ganz rechts zu stellen. Sonst gibt es nur einen Standard-PoE-Port. Ich schließe also das Ethernet-Kabel an einen dieser Ports an. Und hier haben wir den Router und den Netzwerk-Videorekorder. Schließen wir ihn auch an den Switch an, damit wir das Videomaterial auf dem Monitor.
Hier haben wir also ein Ethernet-Kabel, das bereits mit einer Bullet-Kamera verbunden ist. Als nächstes zeige ich Ihnen die Videoübertragung auf dem Monitor. Lassen Sie uns hier nach der Kamera suchen. Jetzt ist sie verbunden. Hier haben wir also eine Live-Video-Übertragung. Ich werde mit der Hand winken. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie eine Verbindung zu Kameras herstellen können, die 500 Meter entfernt sind. Wir müssen also den PoE-Port mit großer Reichweite verwenden. Ich werde also ein Ethernet-Kabel verwenden, das ich an einen dieser Ports anschließe. Und das ist ein 500 Meter langes Ethernet-Kabel. Aber da ich keine große Reihe von 500 Metern habe, werde ich diese 200 Meter und 300 Meter mit diesem einfachen Koppler verbinden. Jetzt habe ich also insgesamt 500 Meter. Dann werde ich es an einen PoE-Extender anschließen. Sie wissen, dass unser PoE-Switch mit großer Reichweite über integrierte Long-Range-Technologie-Chips verfügt, unsere Kamera jedoch nicht. Aus diesem Grund benötigen wir diesen PoE-Extender, um das Signal mit großer Reichweite bis zum Switch zurückzusenden. Nehmen wir es also heraus. Es ist nach wasserdicht. Ich werde den Hals und die Stopfbuchse für eine einfache Installation herausnehmen. Dabei handelt es sich um ein spezielles Montagewerkzeug, mit dem Sie es auf einer DIN-Schiene montieren können. Verbinden wir es mit dem Eingang des Schalters. Und der Ausgangsport. Zum Anschließen verwende ich dieses kurze Patchkabel. Und montieren Sie es wieder auf der DIN-Schiene. Dieses kurze Verbindungskabel ist bereits an die PTZ-Kamera angeschlossen und ich bin sicher, dass Sie bereits den Ton hören und wissen, dass es bereits funktioniert. Es erhält sowohl Strom als auch Daten für die PTZ-Kamera. Ich gehe also zurück zu unserem Monitor. Und sie ist angeschlossen. Anwenden. Gehen wir zur Anzeige. Sie ist auf die Platine gerichtet, aber das ist ein Live-Video und ich werde mit der Hand auf der Platine. So erreicht es die 500 Meter und 250 Meter zur gleichen Zeit. Es ist also perfekt für Ihre Lagerhalle. Die Wahl des richtigen Sicherheitskamerasystems für eine Lagerhalle ist wie die Wahl des perfekten Werkzeugs für eine Aufgabe. Bestimmen Sie zunächst den Bereich, den Sie in Ihrem Lager überwachen möchten. ZANS-B, Laderampe, Eingänge, Ausgänge und Lagerbereich. Denn die Kenntnis des benötigten Erfassungsbereichs ist die Grundlage für die Auswahl der richtigen Kamera. Für eine umfassende Abdeckung sollten Sie auch eine Kombination aus einer feststehenden Kamera und einer PTZ-Kamera in Betracht ziehen. Die fest installierte Kamera ist stationär und kann ein bestimmtes Sichtfeld abdecken, was ideal für die Fokussierung auf wichtige Punkte ist, während die PTZ-Kamera drehen, neigen und zoomen kann und so eine flexible Überwachung verschiedener Bereiche ermöglicht. Da in einem Lagerhaus auch unterschiedliche Lichtverhältnisse herrschen können, sollten Sie sich für eine Kamera mit guter Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen entscheiden oder eine zusätzliche Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht in Betracht ziehen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der PoE-Switch mit großer Reichweite viele Vorteile bietet. Die latenzfreie Echtzeitübertragung über große Entfernungen sorgt für eine nahtlose Konnektivität in Ihrem Lager.
Da für die 250 Meter Installation nur ein Kabel erforderlich ist, muss das aktive Gerät nicht eingegraben werden, was die Installation vereinfacht. Außerdem ist die Flexibilität gegeben, verschiedene Entfernungen einzurichten, um spezifische Anforderungen mühelos zu erfüllen. Darüber hinaus beseitigt die Plug-and-Play-Natur Kompatibilitätsprobleme, sodass es eine bequeme und effiziente Wahl für ein Lager zuverlässig und hat eine kostenlose Netzwerklösung. So, das war's für heute. Sie können auch unsere umfassende technische Lösung auf unserer Website zu erkunden und entdecken Sie die innovativen Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Vielen Dank fürs Zuschauen.